Moin Leute, euer Xemnas begrüßt euch zu einem neuen Theorievideo und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen. Der neue Theorievorschlag ist von Kisuke Uhara. Was wäre, wenn Fuisa ein Z-Kämpfer geworden wäre? Leute, das ist wirklich wieder eine etwas aufwendige Theorie, das seht ihr auch an der Länge. Daher würde es mich sehr freuen, wenn ihr dieser Theorie einen Daumen hoch geben würdet. Schaffen wir vielleicht 70 oder 80 Likes. Ich will natürlich nicht um Likes betteln oder so, es würde mich halt nur wirklich sehr, sehr freuen. Danke. Zu Broly und Cell gibt es dazu jeweils auch ein Video. Wenn die beide Z-Kämpfer geworden wären, könnt ihr euch auch gerne hier anschauen. Wenn man nach Dragon Ball Super geht, würde Fuisa dann jeden einzelnen Gegner besiegen. Er wurde ja nach 4 Monaten schon so extrem stark, wie dann erst, wenn er ein paar Jahre trainieren würde. Aber lassen wir Dragon Ball Super mal weg. Er soll ja auf normale, besser gesagt, logische Weise stärker werden. In der Theorie wurde er ein Z-Kämpfer, nachdem er Krillin getötet hat, aber bevor er zerschnitten wurde. Weil so würde es nicht den Super Saiyajin geben und das wollen wir doch nicht. Die Teleportation hat aber Son Goku nicht erlernt. Garlic Junior hätte es dann sehr schwer. Was sage ich da? Seine Chance liegen bei weit unter Null. Trunks wäre dann auch gekommen, wie man es kannte, nur hier müsste er nicht Fuisa bekämpfen. Später wäre dann sein Bruder auf die Erde gekommen. Dort hätte Fuisa dann mit seiner neuen fünften Form kommen können. Das wäre doch schon ein cooler Kampf, oder Leute? Fuisa fünfte Form gegen Cooler fünfte Form. Mit Son Goku als Super Saiyajin hätten sie dann Cooler besiegt, weil gegen beide hätte er keine Chance. Und nebenbei erwähnt, in dieser Theorie ist die fünfte Form Coolers fünfte Form ähnlich, nicht die Goldform. Ihr wisst ja, ich hasse diese Form oder einfach, ich mag sie einfach überhaupt gar nicht. Später wäre dann Dr. Gero und C19 gekommen. Ich glaube kaum, dass Dr. Gero hier in der Lage gewesen wäre, C17 und C18 zu aktivieren. Aber gehen wir doch mal zum Raum von Geist und Zeit. Dort hätte Fuisa dann auch trainiert und vielleicht eine sechste Form erlernt. Dies wäre auch ein sehr guter und Hammerkampf. Fuisa sechste Form gegen Perfect Cell. Wer da gewonnen hätte, wer weiß. Doch ich denke Fuisa. Aber jedem natürlich seine Meinung. Kommen wir nun zu Buu, wo 7 Jahre vergangen sind. In diesen 7 Jahren hätte Fuisa sicher noch eine siebte Form erlernt. Damit wäre er meiner Meinung nach auch der stärkste von allen Z-Kämpfern. Babidis Magie hätte wie bei Vegeta natürlich nicht richtig funktioniert. Aber es würde trotzdem das Böse in ihm wieder wecken. Bei Vegeta würde er es natürlich auch machen. Aber Babidis Plan würde nur zum Teil aufgehen. Da er den Hass von beiden wieder erweckt hat, würden die beide sicher gegeneinander kämpfen oder am Ende gegen Son Goku. Das würde dann Son Gokus härtester Kampf werden. Das einzige, was ihm übrig bleiben würde, ist Babidi auszuschalten. Doch er weiß ja nicht wirklich, wo er sich befindet und seine Energie können sie ja auch nicht spüren, war ja in Dragon Ball Z genauso. So würde Fuisa und Vegeta Son Goku erledigen. Doch am Ende würden sich dann Fuisa und Vegeta bekämpfen, bis dann Buu genügend Energie hätte, um freizukommen. Und das meine ich auch, mit Babidis Plan würde nur zum Teil aufgehen. Doch am Ende ist alles zu seinen Gunsten gekommen. In der Zeit hätten sich Fuisa und Vegeta weiter bekämpft. Doch diesen Kampf hätte klar Fuisa für sich entschieden. Er wäre zwar etwas ausgepowert, aber dennoch gegen Buu hätte er trotzdem noch eine große Chance, weil Fuisa ist für mich nach so vielen Jahren Training und seiner siebten Form stärker als Son Goku Super Saiyajin 3. Und Super Saiyajin 3 Son Goku ist für mich schon stärker als der dicke Buu, aber dazu kennt ihr ja meine Meinung. So hätte Fuisa dann Buu besiegt, es sei denn, er hätte Fuisa in eine Süßigkeit verwandelt. Aber ich gehe danach, dass er Buu besiegen konnte. So hätte er sich Babidi zugewendet, Dabra wurde ja schon von Buu erledigt. Babidi hätte nur noch sein Schutzschild einsetzen können. Fuisa hätte immer weiter auf den Schild gehauen, bis er zerbrochen wäre und so hätte er dann Babidi kalt machen können. So würde sich die Magie von Babidi in Fuisa auflösen und der Hass würde verschwinden. Fuisa würde den anderen alles berichten und mit den Dragon Balls würden sie dann alle zurück ins Leben holen. Kommen wir zu Dragon Ball Super. Auch wenn wir nun bei Dragon Ball Super angekommen sind, wird es hier keine Goldform geben. Am Anfang von Dragon Ball Super wurde ja gesagt, es sind 6 Monate vergangen, was eigentlich totaler Quatsch ist. Es sind nämlich 5 Jahre vergangen. Weil Videl ist mit Pan ja schwanger und am Ende von Dragon Ball Z ist er 4 Jahre alt und das Ende von Dragon Ball Z ist ja 10 Jahre nach Buu. Da hat Akira leider selbst einen Fehler gemacht, aber keiner ist perfekt. In den 5 Jahren hätte Fuisa vielleicht sogar noch eine 8. Form erlernt. Aber ich mache es einfach, dass er noch eine 8. Form erlernt hat. Ist natürlich übertrieben, aber was soll's, ist doch egal. Bills wäre dann auf die Erde gekommen, doch da es Buu nicht gäbe, wäre Bills natürlich nie sauer geworden. Vegeta und Fuisa kennen ja Bills und raten allen respektvoll zu sein. Aber Son Goku, wie man ihn kennt, würde trotzdem eine Runde gegen ihn kämpfen wollen. Hier hatten Vegeta und Fuisa wirklich mal Angst, dass Son Goku zu weit gehen könnte. Bills besiegte Son Goku natürlich ohne Probleme, doch Bills hatte noch nicht genug. Und er spürte in Fuisa auch mehr Macht, als er je bei ihm verspürte, also von früher halt. Sauer war Bills auf Fuisa auch etwas, er hat ihm ja eine Aufgabe gegeben, die er nicht weiter nachgegangen ist. Aber er macht ihm ein Angebot, wenn er schafft, ihn in Kampf zu unterhalten, würde er ihn zum Dank nicht zerstören. So verwandelte sich Fuisa in seine 8. Form, selbst Bills war erstaunt, wie stark Fuisa geworden war. So begann der Kampf, Fuisa in seine 8.
achten Form gegen Bills und dieser Kampf war sehr heftig. Fuisa bittete Bills darum, weiter im Weltraum zu kämpfen, da er die Erde nicht beschädigen will. Bills merkte darauf an, dass Fuisa sehr weich geworden war. Fuisa darauf, ja, das bin ich wohl. Der Kampf ging nun im Weltraum weiter. Fuisa kam mit seiner achten Form sogar gegen Bills an. Aber wir sprechen immer noch über Bills, das darf man nicht vergessen. Bills sah Fuisa seine große Kraft und er sagte, dass er nun ernst macht. So aktivierte er sein Ultra-Instinkt. Kein Schlag von Fuisa traf mehr, da Bills alles auswich. Fuisa erzeugte einen gewaltigen Nova-Ball, doch er wurde gleich von Bills neutralisiert. Mit ein paar harten Schlägen beendete er dann diesen Kampf. Da Fuisa ihn gut unterhalten konnte, zerstörte er Fuisa auch nicht. Whis fragte ihn, wenn Bills abtritt, ob er der neue Gott der Zerstörung werden will. Bills nur, hey, doch Fuisa lehnte ab. So zogen sich dann Bills und Whis erstmal zurück. Whis unterrichtete dann, wie man es kannte, Son Goku und Vegeta, sogar Fuisa trainierte bei ihm. So kam es dann, wie man es kannte, zum Turnier zwischen Universum 6 und Universum 7. Es lief fast alles so ab, wie man es kannte, nur statt Buu war natürlich Fuisa dabei. Der finale Kampf bestand aus Fuisa gegen Hit und bei Hit holte Fuisa seine neu erlangte neunte Form raus. Diese hat er im Training bei Whis erlernt. Und Son Goku und Vegeta halt ihren Super Saiyajin Blue. Mit dieser Form war er sogar stärker als Bills, es war aber nicht stärker als Bills mit seinem Ultra-Instinkt. Und für Leute, die jetzt mit der Frage kommen wollen, ja, Bills hat auch den Ultra-Instinkt. Sagt ja sogar Whis, dass er ihn kann, nur halt nicht zu 100%, aber er kann ihn. Gegen Fuisa in seiner neunten Form hatte selbst Hit keine Chance, da nutzte ihn auch sein Zeitsprung nichts. Dafür war Fuisa einfach viel zu schnell, so hat das Turnier Universum 7 gewonnen. Zamasu und Black Goku hat Fuisa im Alleingang besiegt, darum kommen wir zum Turnier der Kraft. Ihr wisst ja, und ich habe es auch schon oft genug gesagt, ich mochte den Black Goku Arc gar nicht. Darum will ich mich damit nicht lange aufhalten. Beim Turnier der Kraft kam es dann dazu, dass Fuisa auch den Ultra-Instinkt aktiviert hat. So kam es dann zum Finale. Fuisa Ultra-Instinkt gegen Jiren Ultra-Instinkt. Und ja, Leute, Jiren hat zu 100% sicher auch den Ultra-Instinkt. Zu dem jetzigen Zeitpunkt weiß man es aber noch nicht genau, aber wäre komisch, wenn er ihn nicht hätte. Bei diesem Kampf und deren Kräften wurde die Arena komplett zerfetzt. Bei diesem Kampf werden beide bis ans Limit gefordert worden. Jiren ist natürlich ein Monster, keine Frage, aber ich denke, Fuisa hätte diesen Kampf für sich entschieden. Mit den Super Dwayne Balls holten sie dann die zerstörten Universen zurück. Und nun mal Schande über mich, mir fällt jetzt ab diesem Punkt des Skriptes erst Broly ein. Wie konnte ich ihn nur vergessen? Egal, dann hole ich es nun nach. Hier wurde ja Cell vor Broly vernichtet, es kam zum Kampf gegen ihn, wie man es kannte. Alle gaben natürlich im Finale Son Goku die Energie, Vegeta war natürlich zu stolz dafür. Doch hier wäre es egal, da Fuisa seine Energie Son Goku gab. Da Fuisa ja um einiges stärker war als Vegeta. Zurück zu Dragon Ball Super, was nach dem Turnier der Kraft kommt, weiß man noch nicht, da Dragon Ball Super ja in Pause geht. Daher kann ich hier nicht weitermachen, ob es irgendwann einen zweiten Teil hierzu geben wird, das weiß ich nicht. Zu guter Letzt, wie am Anfang schon gesagt, würde ich mich selber ein Däumchen nach oben freuen und natürlich einen etwas längeren Kommentar. Da dieses Skript, das Aufnehmen und besonders das Schneiden viel Arbeit gekostet hat. So, und euer Xemnas wünscht euch ja natürlich noch einen schönen weiteren Tag. Bye!